Die Fuchsstute Lilly erwartet Nachwuchs und ist schon eine Woche über dem Termin. Das macht alle etwas nervös. Vor allem die Chefin des Hauses, Ruth Klatt-Prien. Ich habe eine Frage an dich. Gibt's so eine? Also jede Geburt ist aufregend. Ich führe auch Buch, ich schreibe bei jeder Stute auf, wie es verlaufen ist. Man hat ja den Geburtstermin und hofft natürlich, dass sie alle ganz genau zu dem Termin fohlen, was sie ganz selten tun. Aufregend ist es immer wieder. Frau Lilly. Ach, willst du ihr was zu füttern, zu fressen geben? Es ist so, dass kurz vor der Geburt werden die ganzen Bänder ja auch weicher und so. Und hier, ne, man fühlt das jetzt schon, das ist alles schön weich. Also die Geburt steht an. Aber ich möchte jetzt nicht sagen, die nächsten 24 Stunden so. Aber auf jeden Fall, es ist eben alles weicher. Sonst ist das ja fest, ne? Und das ist jetzt hier, ne, fühlt man richtig. Naja, wollen wir hoffen, dass das alles gut geht. Im Grunde, ja, ist immer einer zu Hause, der aufpasst, wenn eine Stute fohlen muss. Man kann dann also nicht weg sein. Das erlauben wir uns einfach nicht. Wenn die 11 Monate tragend sind, dann will man ja auch, dass wirklich alles gut geht. Bei Pferden lässt sich die Geburt nicht einleiten. Und so machen Ruth und ihre Familie alles, was tragenden Pferden gut tut. Etwas bewegen und ein paar Streicheleinheiten. Also das Schlimmste, was passieren kann, was auch leider ganz oft passiert, was heißt ganz oft, aber so 3-4 Mal hier in der Gegend schon im Jahr, die Geburt läuft super, das Fohlen wird geboren, aber die Eihaut geht nicht auf und dann liegt das Fohlen im Stroh und ist erstickt, ne? Weil die Eihaut nicht auf ist. Und deshalb sollte man bei so einer Geburt schon dabei sein, um das aufzumachen, so wie die Nase rausguckt, dann macht man auch das auf, dass die eben atmen können. Es ist soweit. Lillys Fohlen kommt. Das Warten hat ein Ende. Die 6 Jahre alte Fuchsstute fohlt endlich. Mehr als eine Woche später als erwartet. Roland Klatt war als erster im Stall, nachts um 2:30. Mit dabei sein Sohn Matthias, gelernter Pferdewirt. Lillys Fohlen ist nicht das erste, dem er auf die Welt hilft. Mit wenigen Griffen unterstützt er die Geburt. Sobald das Fohlen im Heu liegt, öffnet er die Eihaut, damit es atmen kann. Auch für Nachbarpferd Wenke, Lillys Cousine, ist die kleine Stute herzlich willkommen. Was man sehr schön sehen kann an den Hufen von den Fohlen, das ist so eine Schutzschicht, die auf den Huf von dem Fohlen drauf ist. Und der fällt, wenn das Fohlen nachher läuft und so, fällt das alles ab, dass es die Mutter nicht verletzen kann, weil das Horn ist ja weich von dem Huf, hart. Und diese Schicht hier unten ist ganz weich, ganz wabbelig, dass die Mutter nicht verletzen kann. Und Stute. Mhm. Riesengroß und ja. Schön, so, jetzt brav. Es hat aber lange Beine. Auch Tochter Simone, die Tierärztin, ist noch vorbeigekommen, um nachzusehen, ob alles gut läuft. Also für mich ist wichtig, müssen wir bei der Stute irgendwas nähen, ist da was kaputt gerissen und dass die Nachgeburt drunter ist. So, dann wollen wir dem Fohlen mal ein bisschen helfen. Ich wollte eben schon alleine aufstehen, weil das so groß ist. Hat das erstmal ganz schön Probleme. Und deswegen helfe ich den immer ein bisschen. Erstmal stehen und dann geht es meistens auch. Riesig lange Beine. Richtig toll. Es gibt so eine Einsätze. Und kaum steht's auf eigenen Beinen, starkst es zu Mama zum ersten Schluck Milch. So, nach dem ersten Trinken dürfen wir auch was trinken. Donna Doria, so heißt das kleine Fohlenmädchen.
Zum Wohl. Prost. Auf ein gesundes Fohlen. Gratuliere. Super Fohlen.